Weißt du, ich schau, wenn man 30 Jahre wirtschaftet und 30 Jahre Dienstleistung macht, macht es trotzdem stolz, wenn man heute an so einem Tag so viel Zulauf hat, weil dann sieht man, okay, man ist trotzdem in der Summe in die richtige Spur unterwegs. Wir Lohnunternehmer sind in Zukunft wahrscheinlich mehr wie denn je gefragt, weil diese Technikkosten, die jetzt momentan herrschen, dass die Maschinenkosten die letzten 200 Jahre um 30% gestiegen sind, plus minus. Und ich glaube, dass die Lohnunternehmer oder die Landwirte Gedanken machen müssen oder sollten, wie kann man Kosten sparen. Muss ich um jeden Preis das selber machen, die Maschine? Oben? Weil mit der Maschine ist nicht abgetan, es gehört das Personal dazu. Wer hat das, halt, das Personal noch im Betrieb? Das wird immer schwieriger in Wirklichkeit. Betriebe werden größer. Es wird immer in kürzerer Zeit mehr gemacht. Und das wird nicht stehen bleiben. Eigentlich nur organisieren waren, alle Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte, Familienmitglieder mithelfen und sonst kann man das gar nicht bewerkstelligen. Heute bei dem großen 30-jährigen Jubiläum haben wir einen großen Fanshop gemacht und da haben wir sich natürlich was Spezielles einfallen lassen, wie jetzt die Außenbrettel. Es ist ein großer Aufwand, aber es ist lustig zum Organisieren und das ist das Wichtigste. Ich habe 1993 angefangen als Ein-Mann-Betrieb. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich war zuerst Zimmerer und unter dem Bundesheer bin ich bei einem Lohnunternehmen da in der Region schon nebenbei gefahren. 5 Schleppern ist ein riesen Lohnunternehmen in meiner Denkweise, was ich damals eigentlich in meinem Kopf gehabt habe. Naja, mein Ziel habe ich, wie soll ich jetzt so leicht verfehlt. Ich habe mittlerweile 30 Schleppern, mehrere Häckslern oder mehrere LKWs, ein größeres Unternehmen gegründet. Warum? Weil unsere Landwirte, unsere Dienstleister zufrieden waren und mich als seriösen Partner gefunden haben. Ich bin schon so lange beim Kircher dabei. Ich habe mit 16 Jahren angefangen zum Dienstleisten und habe das 9 Jahre gemacht. Und in der Zeit habe ich sehr viel erlebt und habe mir gedacht, bei Bauern, wie geht das? Wenn ich jetzt sage, ich lasse mich jetzt einen Dienst leisten, weil das ist doch keine Möglichkeit nicht. Das muss man sowieso selber machen können. Weil. Mittlerweile bin ich auch schon selber großer Landwirt geworden. Wir haben einen Heilerbetrieb. Und die ganze Ackerwirtschaft kann ich zu 100% abgeben. Im Frühling sind wir alle traurig, das ist Molle. Das ist Heuernte, die ist da, wie auch immer. Und du findest es auch so ein Film im Hinterrad zu haben oder im Rücken zu haben. Das ist einfach eine klasse Partnerschaft. Ja, ich sage mal Dankeschön, hat mich gefreut, dass so viele Gäste gekommen sind, mache mich stolz, weil ich freue mich wieder auf die 35-jährige Feier. Danke.